so etwa sind die Windbedingungen heute, wobei es gerade ein bisschen ruhiger ist, als es noch vor einer Minute war. Nur ein bisschen schwankend. Wir stehen direkt vor Tischtennis Expert, dem Tischtennis-Shop von ihm hier, Martin Lödner. Tischtennis-Training kann man auch bei ihm buchen. Heute hat er einen Ehrengast, Adam Bobrow, den mittlerweile schon legendären Tischtennis-Entertainer. Leider nicht mehr ganz so oft als Kommentator zu hören für die wichtigsten Turniere des internationalen Tischtennis. Da hat sich ein bisschen das Bild ich mir ein verschoben, weil das jetzt hauptsächlich über die WTT World Table Tennis läuft. Die haben ziemliche Startschwierigkeiten, meine ich mal. Erstes Turnier in Amerika war einfach nur ein Riesenflop. Von der Technik her klappte da nichts. Die Kameraeinstellungen waren erstens sehr wechselhaft. Da konnte man überhaupt nicht sehen, ob da irgendeine Logik dahinter steckt. Meine Kameraeinstellungen mag auch nicht jeder, aber da gibt es ein System, an das man sich gewöhnen kann. Ja, und dann Ergebnisse waren nicht zu sehen. Das muss man mal einem Fußballspieler anbieten, ein komplettes Fußballspiel. Du weißt nicht, wie es steht und du weißt nicht mal, wer spielt. Nicht mal welcher Verein. Das haben die hier wirklich geschafft. Und vieles mehr. Gut, es hat sich viel gebessert. Ich will da nicht zu sehr drauf rumhacken. Also jetzt, letzte Woche in Budapest, das Champions-Turnier European Summer. Und ein, zwei andere Turniere, die da gleichzeitig oder hintereinander gelaufen sind. In der ungarischen Hauptstadt, da war schon viel geboten und das muss man auch alles managen und auf die Reihe kriegen. Und im Großen und Ganzen war das okay. Nur, wo ist Adam Bobrow abgeblieben? Also momentan heute hier unterwegs beim Tischtennis-Expert in seinem Job. Macht seit rund 6 Stunden hier die echte erste Pause. Eine kurze Snackpause hat er schon verbracht, aber hauptsächlich mit Autogrammschreiben. Und außen steht eben dieser Tisch im Freien, aber, ich sag's nochmal, schlechte Bedingungen, Wind. Immer sehr unangenehm für Tischtennis. Also die kommen da noch ganz gut damit klar. Wenn ich an der Steinplatte spiele und es spielt, dann brauche ich überhaupt nicht mehr antreten. Geht gar nicht. Logisch, wegen meiner Gehbehinderung durch die Arthrose, beziehungsweise jetzt nach der Operation vom 16. Mai durch das frisch eingesetzte Knie. Das dauert noch ein bisschen, denke ich. Aber es wird schon. Gute Nachrichten für alle, die möchten, dass ich wieder spiele, damit sie endlich mal gegen mich gewinnen. Also diejenigen, die vorher nicht gewonnen haben. Die meisten haben ja gegen mich gewonnen.
Kommunalchef persönlich. Lügner. Karriere beendet. Kontaktieren auf Facebook oder natürlich auf der Homepage-Seite von Tischtennisexpert Augsburg. Wer diesen wunderschönen Tischtennistag heute organisiert hat, und morgen geht es ja noch mal ganz groß weiter. Morgen will man durch die ganze Stadt fahren mit irgendeiner Tischtennisplatte, mit irgendeinem Tischtennistisch und überall die Leute für unseren Sport abholen. Tolle Werbung für den Tischtennissport. Alle Videos, die ich heute gemacht habe, morgen bin ich dann nicht mehr da, gibt's auf YouTube, Reinhard Steinbrecher, Bobro oder auch 2022-7-27 oder natürlich auch auf den Kanälen von Adam Bobro, der hat auch sogar zwei Facebook-Seiten. Und wenn man den Namen Bobro eingibt, gibt es auch ohne Ende über Google oder eine andere Suchmaschine Hinweise auf seine Aktivitäten, Links zu seinen Videos. Da seid ihr richtig gut versorgt mit einigen der weltbesten Trick-Videos, die da zu finden sind. Immer sehr humorvoll aufgezogen, sehr lustig. Ein Charming Boy mit viel Witz, der einfach nur Fun hat am Tischtennis. Ich weiß gar nicht, ob er jemals wettkampfmäßig ganz interessiert und konsequent aufgetreten ist. Ich glaube, er hat sich ziemlich früh entschieden, einfach nur Spaß zu haben. Und verwirklicht das jetzt zum Beispiel mit solchen Veranstaltungen wie hier. Aber ich habe hoffentlich später noch Gelegenheit, ihn das mal zu fragen. Denn der Martin hat mir da ein Interview versprochen. Ich mache das kurz, keine Sorge. Sofern der Herr Steinbrecher mal ein kurzes Video hinkriegt. Aber ich muss ihn da wirklich heute schonen, denn er hat heute so viel geleistet, dass ich fast ein schlechtes Gewissen habe. Aber Martin Lobner hat mir das gestern oder vorgestern per Facebook zugesagt. Und dann werde ich es auch haben.